Ja, einen schönen guten Abend, herzlich willkommen jetzt zur Ständeratsdebatte von der Menges Medien. Es ist die letzte von insgesamt 6 politischen Debatten, die wir zu Wahlen 2019 gemacht haben. Debatten, die wir immer multimedial umgesetzt haben, das heisst für die Zeitung, wir haben es gefilmt, wir haben es online gestellt und haben es auch im Radio gebracht. Also multimedialer Ansatz, wo wir die Kampagne realisieren. Heute Abend ist hier die erste Debatte im neuen Studio von der Menges Medien. Es ist noch nicht ganz fertig. Bis vor 5 Jahren hat man hier noch Zeitungen gedruckt. Es ist ein paar Jahre dann leer gestanden. Jetzt sind wir hier im Einrichtung für ein neues Studio, wo wir wirklich multimedial können produzieren können. Von Video bis Audio bis Zeitung, Print, online entsteht hier ein wirklich eine wunderbare Sache, die man nachher wirklich auch in guten Journalismus kann produzieren kann. Und für die erste Debatte hier in dem neuen Lokal haben wir natürlich ganz eine illustre Runde zusammengestellt. Und an meiner Seite ist der David Bieler, er ist der Ressortleiter Politik von Menges Medien und er präsentiert jetzt gerade mal unsere Gäste, die wir haben. Ja, und für die Debatte wechseln wir ins Hochdeutsche. Ich möchte vorstellen, Beat Rieder, bisheriger Ständerat CVP, Philippe Nantermont, Nationalrat FDP, Matthias Henach, Nationalrat SP und Michael Kreuzer, Gemeinderat und Verfassungsrat SVP. Guten Abend. Ein Applaus zum Beginn. Danke. Guten Abend. Ja, und weil die welschen Kandidaten heute auf Hochdeutsch sprechen, möchten wir auch von den Oberwalliser Kandidaten einen Effort verlangen zu Beginn. Beat Rieder, 30 Sekunden, ein kleiner Spot für Sie selber auf Französisch. Allez-y. Voilà, je voudrais prolonger mon travail pour le canton de Valais qui était très avec un grand succès les derniers 4 ans. On a dans tous les points importants pour le canton de Valais, on a réglé les choses en faveur du canton de Valais, notamment dans l'énergie, notamment dans le trafic. Et quand je peux poursuivre ce travail, ça serait formidable avec Marianne Marais ensemble. Beat Rieder sagt, dass er die Arbeit, die begonnene Arbeit in Bern weiterführen möchte mit seiner Listenpartnerin Marianne Mare. Michael Kreuzer, auch Sie, Ihr Werbespot auf Französisch, warum Sie in den Ständerat möchten. Merci, on a une question qui sont très importante pour les 4 années prochaines. Et ça c'est la question, est-ce que la Suisse est encore une pays qui est libre, qui est indépendant, où nous acceptons l'accord cadre avec l'Union européenne et nous devons accepter le droit de l'Union européenne et aussi les juges de l'Union européenne. Et ça, c'est la question principale pour les prochaines 4 années. Besten Dank für dieses kleine französische Intermezzo hier zum Beginn dieser Debatte. Die Ständeratswahlen, ja, die versprechen Spannung. Die beiden Walliser Ständeratssitze werden seit über 150 Jahren von der C-Familie besetzt. Und vor 4 Jahren hat es ein bisschen gewankt. Berale Grichting hat den Sitz angegriffen, der CVP, den zweiten, hat 1481 Stimmen haben schlussendlich gefehlt. Und nun in diesem Jahr ein erneuter Angriff auf diese Doppelvertretung. Wie das Rennen ausgeht, das bleibt spannend. Sicher ist, dass es eine historische Wahl wird für das Wallis. Entweder wird erstmals diese C-Doppelvertretung nicht mehr Bestand sein oder erstmals wird eine Frau, also Marianne Mare, in den Ständerat für den Kanton Wallis gewählt. Und wir sprechen heute über 3 Sachthemen, Klima, Tourismus und über die Gesundheitskosten. Aber beginnen wir zuerst mit einer politischen Ausgangslage. Beat Rieder, wir Menges Medien haben eine Umfrage gemacht, zusammen mit dem Nouvelist, und die hat gezeigt, dass Sie dort einen Stimmenanteil von 43% erreichen. Hat Sie diese Wahlumfrage überrascht? Ja, überrascht hat sie mich nicht. Als bestehender Ständerat hast du immer einen Vorteil in solchen Wahlumfragen. Aber ich gebe nicht viel auf Wahlumfragen. Ein Wahlkampf ist ein Wahlkampf, der wird geführt von Beginn bis zum 20. Oktober und dann in der zweiten Runde. Und daher ändert das eigentlich am persönlichen Wahlkampf nichts. Aber sicherlich ist es komfortabler, wenn du aus einer Spitzenposition in einen solchen Endspurt gehst, als wenn du bereits in den Wahlumfragen hinten liegst. Das ist klar, aber das ist nichts Außergewöhnliches in solchen Umfragen. Komfortabel ist auch die Situation, dass jeder dritte SVP-Wähler Sie wählen will, gemäß dieser Umfrage, ausgerechnet die SVP, die Sie also gar nicht mögen. Beim Wahlauftakt von der CVPO in der Simplerhalle haben Sie nicht mal Ihren Namen genannt, sprachen von den Abakus in Anlehnung an die Kampagne von Herrn Kreuzer oder gewisse Tierarten, ich weiß es nicht. Ja,
Was sagen Sie zu dem Bestand, dass Sie offensichtlich auch die rechtskonservative Seite sehr gut abdecken? Ja, ich habe gelesen, dass auch jeder vierte FDP-Wähler mich wählen wird. Das ist alles Theorie, das ist alles Theorie. Am Ende der Fahnenstange werden die Parteien ihre Kandidaten im ersten Wahlgang mittragen. Und das ist auch normal, völlig normal. Und alles andere wird sich dann aufgrund der Konstellation im zweiten Wahlgang zeigen. Und wenn ich dann hier und da mal einen saloppen Spruch mache, dann erinnere ich Sie daran, dass ich als Lötschenthaler manchen saloppen Spruch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten erfahren und über mich ergehen lassen musste. Das ist nicht so ernst zu nehmen. Das können wir im Wahlkampf gut ertragen. Machen Sie mehr oder weniger in Ihrer Kampagne als noch vor 4 Jahren? Man hat gesagt, ich hätte mehr Plakate gemacht oder mehr Affischen, und das stimmt nicht. Ich habe weniger gemacht. Aber vor 4 Jahren, das muss ich sagen, das gebe ich zu, war der Wahlkampf einiges intensiver, einiges härter. Es war nicht nur Pirelli richtig, es war auch Thomas Burgener da und Franz Ruppen da, und wir hatten im Oberwald einen unglaublich harten, intensiven Wahlkampf, und jetzt scheint es, dass ich mehr gemacht habe, es ist eigentlich weniger. Aber das hängt damit zusammen, dass die Konstellation anders ist. Wir sind jetzt diesmal halt im Unterwald eher mit einer härteren Auseinandersetzung konfrontiert, und als bestehender Ständerat kannst du dir einfach nicht erlauben, nicht aufzutreten. Das wäre einfach eine Arroganz. Ich muss den gleichen Wahlkampf machen wie vor 4 Jahren. Ich möchte auch gewählt werden. Ich bin nicht automatisch gewählt. Als Lötschenthaler mit einer großen Heimmacht von 800 Stimmen, davon 20%, die mich nie wählen werden, weiß ich, dass ich auf Brieg und Vesp und Sierre, Sion, Monte und Martigny angewiesen bin. Und das ändert eigentlich dann auch an meinem Wahlkampf nichts. Sie sprechen die Konstellation an. Was ist Ihr gefährlichster Gegner? Alle sind gefährlich. Herr Kreuzer, Philippe Nontermo, Matthias Renard, alle sind gefährlich, alle sind gute Politiker, alle wollen ihre Vorzüge der Bevölkerung darlegen, und für mich zählt, dass ich mich meine Linie, meine Position nicht verlasse, die ziehe ich eisern durch, vor oder nach der Wahl ist mir gleich, und die Bevölkerung muss entscheiden. Ich hatte einmal eine Klasse in Bern und habe den Studenten gesagt, schaut doch einmal auf der Parlamentseite nach, parlament.ch, Beat Rieder, und dann seht ihr jeden einzelnen Standpunkt, jedes einzelne Votum, für jede einzelne Position, die ich eingestanden bin, für den Kanton Wallis, und dann könnt ihr entscheiden. Und das ist mein Stil, Politik zu machen, und dabei bleibe ich. Sie sagen, alle Politiker, alle Konkurrenten sind gut, alle sind gefährliche Gegner, aber nur einer greift Ihren Sitz wirklich auch konkret an. Das sind Sie, Philippe Nontermo. Sie haben das im Nouvelles gesagt, dass Sie den Sitz von Beat Rieder im Visier haben. Riskieren Sie da nicht auch ein bisschen eine regionalpolitische Auseinandersetzung, die gefährlich sein kann? Ja, danke schön für die Frage. Und natürlich, ich habe auch gesagt, es ist ein bisschen skandalös, das zu sagen. Ja, ich denke... Also, Sie haben bewusst auch provoziert mit dieser Aussage. Ja, natürlich. Und ich habe nichts, wirklich nichts gegen Beat. Und wir arbeiten gern zusammen in Bern bis jetzt. Und ich hoffe in die Zukunft auch. Und ich hoffe in die gleiche Kammer auch, natürlich. Aber die Sache ist klar für mich. Die Arroganz kommt nicht aus Beat. Die Arroganz kommt aus der CVP. Mit nur 35% der Wahlanteil, das ist ein bisschen Arroganz, 100% der Sitz im Ständerat zu haben, wie für immer. Und jetzt die CVP hat keinen Naturalkandidat. Und sie hat beschlossen, diese Kandidatin, die ist nicht schlecht, ne? Sie kommt aus meiner Gemeinde, ich kenne sie Marianne gut. Marianne Mare, ja. Leider, sie ist nicht da heute. Sie war nie im Oberwallis für eine Debatte, leider. Ich spreche nicht gut Deutsch, aber wir wissen nicht, ob sie spricht gut genug, um eine Debatte zu machen. Und der CVP will wirklich diese 2 Sitze. Und wenn die CVP verliert, ein Sitz, das ist möglich, oder wir wären nicht da, statistisch, die Oberwalliser ist im Gefahr. Das ist die Statistik. Es gibt nur 25% Oberwalliser, und der CVP ist ein bisschen stärker im Unterwallis. Also wenn der CVP verliert, aber was Sitz, würde das leider, heißen, Herr Nontermo, ist im Gefahr. Wenn das Oberwallis keinen Ständerat mehr hätte, das könnte doch wirklich auch Spannungen innerhalb des Kantons, ja, ich komme aus einer Region, das Sie da betreten. Ja, Monte, ich bin der Einzige von Sachsen, von Sayon bis zum dem See in Bern, aus 10, der Einzige, kein Ständerat und nur ein im Nationalrat. Und im Regierungsrat haben wir keine
keiner im die Bezirk Monthey und Saint-Maurice Regierungsrat seit Zeit von Claude Roch. Und das ist auch eine Frage für uns im ganz Unterwallis. Also ich sage nicht, dass es gibt keinen Platz für Oberwallis im Wallis. Aber wenn der CVP will immer zwei Sitze haben, das Gefahr ist nicht nur für der CVP, sondern auch für der Oberwallis. Und wenn wir wollen zusammenarbeiten, wir müssen verstehen, dass in der Schweiz alle Kantonen haben zwei Ständeräte von zwei verschiedenen Parteien. Und warum? Weil in Ständerat muss man auch Mehrheit machen. Und um eine Mehrheit zu machen im Ständerat, man braucht mindestens zwei verschiedene Parteien. Der CVP ist sehr stark im Ständerat. Natürlich, aber mit 14 Stimmen, das ist fern von der die Mehrheit. Die Mehrheit ist 24 Stimmen und der CVP braucht der FDP, um diese Mehrheit zu machen. Aber dann besteht eben diese Gefahr, dass sich diese zwei Stimmen im Ständerat aufheben können. Eine FDP-Stimme, die ja nicht immer nur pro Randregionen votiert, sondern auch sehr liberale Positionen einnimmt, zum Beispiel mit Blick auf den neuen Finanzausgleich. Dann heben sich diese beiden Stimmen aus und man hat eine Nullrechnung unter dem Strich. Und das bringt das Wallis ja dann auch nicht weiter. Als FDP in Bern, ich habe immer für unsere Kantons gekämpft. Immer. Und zum Beispiel, die letzte Mal war, ich denke, die beste Beispiel war die letzte Beispiel. Ich habe wie Beat für die Jäger, die Jagdgesetz gekämpft. In meiner Fraktion im Nationalrat, das war natürlich nicht einfach. Es gibt Leute aus Genf und Zürich, die haben viel Einfluss in meine Fraktion. Und ich habe dafür gekämpft und am Ende, ich denke, ungefähr 3/4 des Fraktions war für diese Jagdgesetz. Gegen die Genfer und vielleicht die Hälfte der Zürcher. Und im Ständerat brauchen wir auch Leute, die kommen aus der Rangregion in meine Fraktion, zu sagen, bitte, es gibt nicht nur Zürich, Basel und Genf. Aber wenn wir wählen nur Leute in die CVP-Fraktion, es wird nie ein Walliser oder Leute aus den Bergen, die könnte das sagen, in die andere Fraktion. Das ist warum wir brauchen auch FDP im Ständerat in Bern. Beat Rieder, was sagen Sie dazu? Er sagt, man kann eher oder schneller Mehrheiten erreichen, wenn zwei verschiedene Fraktionen dabei sind. Das entspricht ja auch ein bisschen einer gewissen statistischen Logik. Eben nicht. Das ist das große Problem. Ich gebe zu, dass Philipp sich auch für das Jagdgesetz eingesetzt hat, wie ich auch. Aber er wäre in einem Ständerat FDP komplett isoliert, weil sie haben dort keine Affinität zu den Berggebieten. Sie haben in wichtigsten Fragen haben sie keine Affinität zu uns. Und selbst wenn er dort versuchen würde, die Position des Gebirgskantons, Kantons Wallis, überzubringen, am Ende wird dann genauso gestimmt, wie die großen Zentren das entscheiden möchten und wollen. Es ist eben so, dass wenn wir diese CVP-Fraktion verlieren im Ständerat, und das können Sie jetzt wirklich 1:1 nachverfolgen, dann verlieren wir wirklich in diesem Parlament die Problemlösungskraft in der Schweiz. Alle wirklich größeren Erfolge in der letzten Legislatur, vom Energiegesetz bis zur Steuerreform, AHV-Reform, wurden aus unserer CVP-Fraktion heraus geprägt, immer mit Hinsicht auf die Gebirgskantone. Und schauen Sie sich einmal an, was wir im Verkehrsinfrastrukturbereich für das Wallis geschafft haben. Aber ein Ständerat würde ja reichen, Herr Rieder, um diese Fraktion zu überzeugen. Eben nicht, weil Sie innerhalb der CVP haben Sie eben auch diesen Konflikt Berg und Städte. Und wenn Sie dort die Mehrheit verlieren, wir haben im Moment 2/3 Mehrheit von den Gebirgskantonen, die dort die Richtung vorgeben. Wenn wir in dieser Fraktion wirklich die Gebirgsvertretung verlieren, dann wird es schlecht ausgehen für die Gebirgskantone. Das ist nachvollziehbar. Noch eine kleine, an einzelnen Entscheiden nachvollziehen. Eine kleine Randgeschichte. Philipp Nantermoser ist Präsident des Walliser Gewerbeverbandes und dieser Verband unterstützt die Kandidatur von Beat Rieder nicht. Ist das nicht ein bisschen speziell? Weil Beat Rieder setzt sich ja ein für das Gewerbe, für die Industrie, für die KMUs. Ja, alle Kandidaten haben unsere, wie sagt man, Charta bekommen, um es zu unterschreiben. Beat auch. Und er hat, ich verstehe das, weil Marianne Marais hat es nicht unterschrieben, weil sie ist für Mindestlohn. Sie ist für verschiedene Punkte, die sind zu links für unsere Gewerbeverband und Beat, und ich verstehe, als Solidarität mit seiner Co-Kandidatin nicht untergeschrieben. Aber es gibt viele andere CVP aus Ober- und Unterwallis, die haben diese Charta untergeschrieben. Und ich habe das nicht gemacht. Das ist unser Sekretariat. Aber Sie sind Präsident des Verbandes. Ja, ich bin Präsident und ich habe gefragt, warum ist er nicht auf dieser Liste? Und mein Sekretär hat mir gesagt, Beat Rieder wollte es nicht unterschreiben, weil Marianne Marais wollte das nicht unterschreiben. Ist das so korrekt, Beat Rieder? War das wegen Marianne Marais, dass Sie nicht...
Nein, schauen Sie, als Parlamentarier bin ich unabhängig. Ich muss unabhängig sein, das steht in der Bundesverfassung. Und ich liebe es nicht, dass ich vor den Wahlen eine Charta unterzeichnen sollte mit sehr vielen Punkten, die ich dann in den nächsten 4 Jahren vertreten müsste und mir dann irgendeiner dann die Charta vor die Nase knallt und sagt, hallo, Sie haben für eine Treibstoffzollerhöhung von 10 Rappen gestimmt als Kompromiss im CO2-Gesetz. Das ist nicht gut. Das widerspricht dem Grundanliegen eines freien Politikers. Das zweite ganz große Problem, das ich in dieser Charta gesehen habe, man verspricht in die Zukunft hinein, zum Beispiel im Bereich der Digitalisierung alle Modernisierungen und Neuerungen zu unterstützen. Das ist schlichtweg unmöglich, weil Sie nicht wissen, wie ein konkretes Problem, ein konkretes Projekt, Gesetz auf Sie zukommt. Und dort müssen Sie kompromiss- und lösungsfähig sein und sonst, wenn Sie solche Chartas unterschreiben, dann wird Ihre, zumindest Ihre moralische Freiheit ein wenig eingeschränkt und darum habe ich auch nicht unterschrieben. Aber, Michael Kreuzer, vielleicht noch einen Satz zu dieser Charta. Zu den Punkten selbst, mit 80% kann ich sehr gut leben, habe ich auch unterstützt. Kurzer Satz, ich respektiere das, das ist gut und jeder Kandidat hat seine eigene Wahl, seine eigene Stimme, aber das war nicht in die Zeitung gestern und wir haben nichts gegen Kandidaten. Das war geschrieben, wir hatten Verspätung und das war nicht wahr, das war nicht so. Leute, die haben das untergeschrieben, wir unterstützen diese Kandidaten und wir haben nichts gegen die anderen. Wir sprechen nicht über die anderen Kandidaten. Punkt, Schluss. Michael Kreuzer, Sie sind gleich zweimal auf dieser Charta des Gewerbeverbands. Inhaltlich gibt es doch 2, 3 Punkte, die Ihnen doch eigentlich widerstreben sollten. Zum Beispiel heißt es dort auch ganz klar, dass man die bilateralen Verträge nicht nur bewahren, sondern auch verstärken soll in Zukunft. Sie haben vorhin in Ihrem französischen Intro dieses Rahmenabkommen auch angesprochen, allgemein auch die Beziehung zu der EU. Wie kommt's? Ist man einfach gerne überall auf einem Plakat? Man ist immer gerne überall auf einem Plakat. Das ist wahrscheinlich jeder von uns, aber das hat mit dem nichts zu tun. Ich glaube, der Grundsatz, muss man zuerst mal sagen, bilateraler Weg, warum haben wir den überhaupt eingeschlagen? Der bilaterale Weg ist die Alternative zum EU-Beitritt und der EU-Beitritt ist nicht gekommen, weil die SVP dazu mal sich aber gegen jetzt stellen EWR, Sie diesen auch in Frage, Begrenzungsinitiative etc. von der SVP, das ist nicht der bilaterale Weg in Frage gestellt, sondern es ist in Frage gestellt, dass wir eine unbegrenzte Zuwanderung haben und dass die anderen Parteien einen Volksentscheid nicht umgesetzt haben. Und das ist jetzt die Folge, ist diese Initiative. Und es ist ja nicht geschrieben, man soll künden. Es ist geschrieben, man soll das verhandeln. Aber im Moment ist einfach die Situation so. Und das ist die Folge von der jahrelangen Unterwürfigkeit vom Bundesrat und auch vom Parlament der EU gegenüber, dass die EU natürlich mit so einem schwachen Partner nicht mehr zusammenarbeiten will oder nicht verhandeln will. Und darum sind wir heute in dieser totalen defensiven Position. Und da braucht es wieder mehr Selbstbewusstsein. Und trotzdem unterschreiben Sie eben dieses Papier? Ja, natürlich. Weil da haben Sie kein Problem persönlich auch gegenüber Ihrer Wählerschaft? Nein, weil eben natürlich die Erhaltung der bestehenden Verträge wichtig ist. Das wollen wir auch. Und man muss auch nicht meinen, die EU hat mindestens ein gleich großes Interesse am Erhalt dieser Verträge wie wir. Und die werden nicht, wenn wir in einem Punkt nicht mehr einverstanden sind, einfach alles kündigen. Das sind die Angst, Panik, die anderen Parteien verbreiten wollen, damit die Leute da nicht mitmachen. Kommen wir zu einem anderen Papier, die besagte Umfrage der Mengesmedien. Dort schneiden Sie nicht so gut ab, zuhinterst noch hinter der Grünen Brigitte Wolf, obwohl dass Sie auch eine aufwendige Kampagne machen. Wie erklären Sie sich diese Umfragewerte? Gut, die Umfragen haben mich nie besonders interessiert. Die einzige Umfrage, die entscheidend ist, ist die in 2 Wochen am Wahlsonntag. Für mich ist das nicht jetzt so relevant. Ich mache meine Kampagne so weiter, wie ich sie begonnen habe. Ich habe auch die Doppelkandidatur im Nationalrat und im Ständerat. Es war für mich eigentlich zuerst immer klar, dass ich auf die Nationalratsliste gehen wollte. Die Ständeratskandidatur ist etwas, was im Nachhinein in der Diskussion in der Partei entstanden ist, auch zusammen mit meinem Unterwalliser Kollegen Cyril Fauché. Und bei den Oberwalliser SVP wollte niemand, also waren Sie noch da. Was versprechen Sie sich von dieser Doppelkandidatur? Bereuen Sie es vielleicht auch manchmal, der ganzen Aufwand? Oder wie sehen Sie das jetzt wenige Wochen vor dem Nein, Morgen? Im Gegenteil eigentlich. Es ist sehr interessant, weil jetzt eigentlich das mich ein bisschen
fast zwingt, eben auch mehr ins Unterwallis zu gehen. Und dort kann man sehr interessante Kontakte knüpfen, kann man sehr interessante Gespräche führen, eben auch mit dem mit unseren Unterwalliser Kollegen innerhalb der Partei, aber auch darüber hinaus. Und das ist so oder so, unabhängig vom Wahlresultat, schon mal eine sehr gute Erfahrung. Auch Cyril Foscher, Ihr Listenpartner, schneidet bei den Umfragen nicht so gut ab. War das eine Überraschung für Sie immerhin? War er eine prägende Figur, zum Beispiel bei der Abstimmung zur Olympia? Wie sehen Sie diese Dynamik auf Ihrem Ticket? Gut, im Unterwallis ist die Konkurrenz relativ groß. Man wird jetzt sehen, was das Ergebnis ist im ersten Wahlgang. Es wird einen zweiten Wahlgang geben, das ist klar. Und dann wird man am 20. Oktober am Abend entscheiden müssen, wie geht es weiter, auch davon abhängen, wie die Zahlen sind, wie die Resultate sind. Aber jetzt, aufgrund von diesen Umfragen, das ist jetzt etwas, was vielleicht für euch von den Medien mehr spannend ist. Für uns ist das im Moment nicht so relevant. Wir haben nicht Zeit, uns permanent mit diesen Umfragen zu beschäftigen, sondern müssen uns auf den Wahlkampf konzentrieren. Spannend sind auch so Anekdoten, dass Philipp Nonterm und Cyril Foscher auch schon zusammen Mittagessen gingen. Gibt es da mögliche Gespräche schon, wie man im zweiten Wahlgang vorgehen könnte? Das ist alles offen. Wir haben eigentlich überhaupt nichts entschieden, auch innerhalb von der Partei nicht. Das kommt jetzt darauf an, oder ist immer darauf angekommen, wie auch sich der Wahlkampf entwickelt, auch nicht nur von den Ergebnissen her, sondern natürlich auch von den Themen her. Wir haben jetzt die Situation, dass vor allem die beiden CVP-Kandidaten eigentlich politisch relativ weit voneinander entfernt sind, gerade wenn es um den Rahmenvertrag geht, wo sich Beat Rieder eigentlich immer kritisch äußert, aber Marianne Mare hat gesagt, sie will das unterschreiben oder eher unterschreiben. Und das sind alles Faktoren, die man dann auf einen zweiten Wahlgang auch berücksichtigen muss, in einer allfälligen Entscheidung, geht man nochmal, geht man nicht mehr, unterstützt man einen anderen Kandidaten oder nicht. Eine kurze Reaktion von Ihnen, Philipp Nonterm, eine Allianz SVP-FDP im zweiten Wahlgang, wäre das möglich, denkbar? Wissen Sie, zuerst, ich muss sagen, ich war im Auto mit Matthias Renner hier zu kommen. Auch, also wir diskutieren Politik und das ist, wie es geht in der Schweiz. Wir diskutieren zwischen Politikern und auch mit Beat, wir diskutieren manchmal in dem Zug. Und ich denke, das ist gut, das ist, wie es geht in der Schweiz und das ist, warum vielleicht der Schweiz geht gut. Und die Antwort ist klar, für mich, es gibt keine Allianz. Vielleicht, es war möglich in die letzten Jahrhunderte, aber jetzt... Die Partei sind etwas und die Bürger ist etwas anders. Wir können nicht sagen, was die Leute abstimmen müssen. Wir sind frei, wir stimmen für die Leute, die sind recht nach unserer Meinung. Und ich denke, wir werden nach dem ersten Wahlgang, wer ist noch da und wer bleibt und wer bleibt nicht für den zweiten Wahlgang, aber eine Allianz. Unsere Allianz, Mitglieder werden das nicht verstehen und für mich ist es klar, es gibt keine Allianz möglich. Punkt. Matthias Renner, ich möchte Sie in diese Runde integrieren und ich möchte nochmals auf diese Umfrage zu sprechen kommen, die wir schon mehrmals heute Abend hier zitiert haben. Sie haben dort sehr gut abgeschlossen mit 30%, nur ein Prozentpunkt hinter Marianne Mare. Ist das nicht auch ein bisschen ironisch, Herr Renner, dass ausgerechnet Sie als Sozialdemokrat und als Frauenförderer nun eine mögliche Wahl von Frau Mare in den Ständerat als erste Frau in der Kleinen Kammer verhindern könnten? Nein, sicher nicht. Ich bin mit Brigitte Wolf, das ist eine Frau vom Oberwallis, eine Grüne. Und für mich diese Liste, das ist für mich das ist das Wichtigste. Das ist diese Liste mit einer guten Komplementarität, ein SP, eine Grüne, eine Frau, ein Mann und eine Oberwalliserin, ein Unterwalliser. Und danach, alles ist möglich, alles ist sehr offen. Das ist richtig. Es gibt mehr Konkurrenz im Unterwallis als im Oberwallis. Aber alles ist möglich, alles ist sehr offen. Es gibt keinen Sitz natürlich für Oberwallis oder natürlich für eine Frau oder natürlich für zwei Parteien. Nein, die Bevölkerung kann entscheiden. Das ist die Demokratie. Und das Wichtigste für mich, das ist die Personen mit mehr Erfahrung, mit mehr Kompetenzen, mit guten Werten im Ständerat zu haben. Aber nehmen wir an, wenn Marianne Mare nicht gewählt würde, dann hätten wir im Jahr 2020 keine einzige Frau aus dem Wallis im Parlament, also abgesehen in der Regierung von Jola Ammert. Und das im Jahr 2020, das ist doch irgendwie auch
entspricht doch nicht dem Zeitgeist, das ist doch auch irgendwie quer in der Landschaft. Das wäre sehr schlecht, sicher, das wäre schlecht, eine Delegation ohne Frau, das ist sicher. Aber für die SP, das ist immer eine Frage. Es gibt nur eine Regierungsrätin, Stadträtin im Wallis. Es gibt nur Esther Weber-Kalbamaten. Das ist die erste und das ist die einzige. Und für die SP, das ist immer sehr wichtig. Wir haben schon vielmals eine Frau Ständeratkandidatin und auch natürlich haben wir immer Listen im Nationalrat mit die 11. Männer und 11. Frauen. Und das ist sehr wichtig, aber die Bevölkerung kann entscheiden und es gibt viele Frauen mit vielen Kompetenzen, die gewählt können sein. Aber spielt das für Sie persönlich eine Rolle, ob Männer oder Frauen politisieren? Sehen Sie da Unterschiede? Für mich das Wichtigste, das ist die Werte. Ich bin feministisch, ich arbeite für die Gleichstellung, für die Lohngleichheit, gegen sexuelle Belästigung und so weiter. Und für mich, das ist das Wichtigste. Das ist jemand, der für die Gleichstellung arbeitet. Matthias Renner, Sie sagen auch immer, Sie können die Interessen des Wallis auch als linker Ständerat gut vertreten in Bundesbern. Ja. Beim Jagdgesetz haben Sie aber Nein gestimmt. Das heißt, das Jagdgesetz, das die Wolfsregulation hier im Wallis ermöglichen würde und wo ein großer Teil des Wallis zufrieden wäre, wenn man dieses Problem so beheben könnte. Sie sagen Nein. Wie stehen Sie zu diesem Entscheid? Ich war in der Kommission und das war Debatten nicht so seriös. Und es gibt viele Verstöße, aber nicht nur von rechts, auch vom linken Ebene, viel zu extrem. Und ich habe alle extremen Verstöße abgelehnt. Ich habe einmal mit meiner Partei, einmal nicht mit meiner Partei abgestimmt. Aber am Ende, mit diesem Gesetz gibt es ein Referendum und das ist nicht die gute Lösung. Aber für die Interessen vom Wallis, als Bergregion, für die Poststellen in Bergregion, für die ÖV in Bergregion, für Wasserkraft, ja, aber beim Jagdgesetz bin ich immer für die Interessen von Wallis. Werden Sie das Referendum unterstützen gegen dieses Jagdgesetz? Nein, ich glaube nicht. Ich war traurig, dass es gibt keinen Kompromiss für dieses Gesetz. Okay, und dann wechseln wir zum ersten Sachthema. Es geht nun in den nächsten 10 Minuten um die Tourismuspolitik. Beat Rieder, Sie haben vor 4 Jahren in der Kampagne zu den Ständeratswahlen gesagt, dass Sie einen nationalen Infrastrukturfonds einrichten wollen, um den Tourismus zu unterstützen. Wie weit sind Sie mit diesem Projekt? Ja, wenn es so einfach wäre, wäre ich bereits erfolgreich gewesen. Ja. Wir haben das im ganzen Kanton Wallis auch durchexerziert. Das ging 8 Jahre, bis wir das Ganze auf die Schiene gekriegt haben. Was musste ich zuerst machen? Ich musste nachweisen mit einer Motion, dass das Ausland eben unweit mehr, unweit größere staatliche Eingriffe im Tourismus macht als die Schweiz. Also ich habe es dann auf den Punkt gebracht, die Österreich kennt eine Hotelbank, die jährlich 600 bis 700 Millionen Euro in den Tourismus direkt investiert und die Schweiz kennt die AIIB, die Asian Infrastructure Development Bank, wo wir indirekt eigentlich den chinesischen Investoren unter die Arme greifen mit 706 Millionen Dollar. Und das ist der große Unterschied. Und hier das Verständnis zu wecken im Parlament, im schweizerischen Parlament, ist sehr, sehr schwierig. Der Tourismus hat dort eine sehr schwache Lobby. Wir haben verschiedene Strukturen, die sogar gegeneinander arbeiten im Tourismusbereich selbst. Und hier müssen wir eine Remedur schaffen und versuchen, über Allianzen mit anderen Bereichen einen Infrastrukturfonds zu gründen. Dieser Fonds ist äußerst wichtig für den Tourismus. Wenn wir den nicht schaffen, dann werden wir nach wie vor in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer die gleichen Probleme diskutieren im Alpenbereich. Und wenn ich die Wichtigkeit des Tourismus vergleiche mit den investierten Mitteln, ist es eigentlich enorm krass. Also ich habe mehrfach Beispiele erwähnt, nehmen wir die Landwirtschaft. Ich gönne den Bauern die 3,7 Milliarden jährlich für ihre Landwirtschaft, aber wir haben im Tourismus 200 bis 300 Millionen, wo wir jährlich herumdiskutieren. Vor 2 Wochen im Ständerat haben wir diskutiert, ob wir jetzt auf 4 Jahre 8 Millionen mehr oder weniger geben in den Tourismus, Innotour und so weiter, auf einer Größenordnung von 220 bis 230 Millionen im Bereich Verteidigung, das gleiche, Milliardenausgaben. Wir kommen noch auf die Gesundheit zu sprechen. Schauen Sie einmal, was der Bund in der Gesundheit investiert und wie viele Leute dort arbeiten, wie viele im Tourismus arbeiten. Wir arbeiten in der Schweiz 175.000 Leute im Tourismus. Und das ist ein Faktor,
der besteht und der nicht genügend gewürdigt wird. Und im Ausland fundiert man sich einen Dreck um den freien Markt. Man investiert vor allem im Infrastrukturbereich, man platziert Millionen und diese Konkurrenz wird immer härter. Und Tourismus ist halt einer jener Märkte, der weltumspannend überall tätig ist, wo wir im direkten Wettbewerb mit allen Ländern dieser Welt stehen. Und wenn die Schweiz glaubt, sie könne das mit Zuschauen und freiem Markt regeln, dann ist sie eben falsch. Und daher versuche ich jetzt aufgrund dieser Grundlagenstudie dann in der zweiten Phase, falls ich denn gewählt werde, diesen Infrastrukturfonds anzukurbeln. Es muss etwas geschehen und ich hoffe auf Allianzen mit anderen Parteien, die in diesem Bereich ebenfalls Interessen sehen. Philipp. Ansonsten werden wir noch jahrelang sehen, dass Chinesen und Saudis und so weiter uns hier in der Schweiz zeigen, was eigentlich Tourismus ist. In Andermatt zeigt es uns ein Ägypter. Philipp Nandermoos, Sie sind ein liberaler Politiker. Sie stehen ein für den freien Markt. Wie stehen Sie zu diesen Staatshilfen, um den Tourismus in Schwung zu bringen? Ja, und ich komme auch aus einer Tourismusregion, aus einem Skidorf im Unterwallis. Aber ich bin und ich war immer sehr skeptisch über diese Infrastrukturfonds und über Tourismusfonds. Zuerst, weil ich denke, Tourismus ist vielfältig. Wir sehen Tourismus aus Wallis als Bergtourismus, aber Tourismus in der Schweiz bedeutet so viele verschiedene Sachen. Wir müssen zuerst diskutieren, was ist Tourismus in der Schweiz? Es ist nicht so klar. Ich denke, was muss der Staat machen für Tourismus ist weniger. Das bedeutet weniger Steuer, weniger Regulierung und vielleicht, wenn wir können, ein bisschen mehr machen, ist vielleicht in die Bildung. Wir müssen ein bisschen mehr Geld für bessere Bildung in der Schweiz, für Digitalisierung. Wir müssen die Potenzial der Digitalisierung mehr benutzen in der Schweiz. Und ich unterstütze leider, wir haben verlieren diese Chance im Wallis, die Chance mit zum Beispiel die Olympischen Spielen. Es gibt jetzt im Waadtland, sie haben die Olympischen Spiele in 2020 mit den Olympischen Spiele für Jungen. Leider, wir hätten diese Chance im Wallis für 2026, dass ich habe dafür gekämpft und wir haben verloren. Aber ich denke, es gibt Möglichkeit, der Staat hat eine Rolle für solche Sachen zu tun. Aber natürlich gibt es eine Rolle für die Infrastruktur und wir spielen diese Rolle, zum Beispiel für Verkehrsinfrastruktur oder Telekommunikationsinfrastruktur, die sind sehr wichtig, auch für den Tourismus. Aber direkt in die Bahnen, Infrastruktur, in die Destinationen, aber ins Marketing, da sehen Sie keine staatlichen Beihilfen als eine mögliche Variante. Nicht die Bundesrolle, vielleicht die Kantons oder die Gemeinde, nicht die Bundesrolle. Im Bundesbern haben wir, ich denke, zu viele Regulierung. Ich habe ein Doktorat gemacht über Seilbahngesetz und Bergsgebiete und ich habe bemerkt, es gibt zu viele Gesetze und Verordnungen über wie kann man ein Skigebiet erreichen. Und ich denke, es konnte viel einfacher sein. Und das wäre die erste Sache zu tun, um dem Tourismus zu helfen in der Schweiz. Michael Kreuzer, wie stehen Sie zu diesen staatlichen Geldspritzen? Verhindern wir nicht einfach auch einen Strukturwandel, der notwendig ist, damit der Tourismus auch überleben kann langfristig? Ja gut, es entsteht hier ein bisschen der Eindruck, oder, dass die CVP im Ständerat der einzige Garant sei für die Interessensvertretung vom Kanton Wallis. Und das ist natürlich nicht so. Und das sehen wir ja auch an einem Beispiel, das vielleicht am Rande auch mit Wirtschaft und Tourismus zu tun hat. Das letzte Woche der CVP-dominierte Ständerat eine Erhöhung der Benzinpreise beschlossen hat. Also das muss man einfach auch sehen. Es ist nicht so, wie das vorher hat es hier getönt, als ob allein die CVP da die Interessen des Wallis vertritt. Das Klimagesetz werden wir später dann noch ansprechen. Genau, das wird sicher auch noch einiges zu diskutieren geben. Und jetzt zu dem Tourismus. Teil, ich bin sehr kritisch, wenn es darum geht, solche Umverteilungsaktionen zu starten. Man müsste dann auch noch wissen, woher dieses Geld kommt. Also man muss ja das dann irgendwo beziehen, respektive abziehen bei anderen Orten. Oder man holt es über neue Steuern, Abgaben und Gebühren. Ich glaube, das ist das, was Philipp Nandermoos richtig sagt. Oder das Beste, was wir für unsere Wirtschaft und für den Tourismus machen können, ist Entlastung bei Steuern, Abgaben, Gebühren, sowohl bei Unternehmungen, aber auch bei den Leuten, bei den Bürgern. Und wir brauchen Deregulierung, weniger Gesetze, weniger Bürokratie, weniger Umverteilung. Und dann können die sich ganz anders bewegen. Ich habe ein
Beispiel dazu, ich habe vor einigen Wochen eine Initiative gestartet für eine Steuersenkung im Kanton Wallis, wo, wenn diese angenommen würde, die Walliser und Walliserinnen 55 bis 60 Millionen Franken pro Jahr mehr im Portemonnaie haben. Aber wenn Sie mal den Tourismus als internationalen Markt betrachten und sehen auch in Österreich und so weiter, wo der Staat sehr viel investiert, haben Sie da nicht das Gefühl, dass wir in der Schweiz hier dann ja zweiter machen auf dem internationalen Markt? Ja, aber das kann ja nicht die Lösung sein, dass man in ein System, das überreguliert ist, permanent mehr Geld hineinpumpt. Das ist einfach nicht, das kann vielleicht in einem zweiten Schritt ein Thema sein. Aber wir müssen doch zuerst mal unsere Strukturen auf Vordermann bringen und müssen die Unternehmungen nicht nur im Tourismus, allgemein in der Wirtschaft entlasten. Sie müssen sich freier bewegen können. Kurz gesagt, weniger Staat, mehr Freiheit für die Unternehmungen. Und weil überhöhte Steuern, Abgaben, Gebühren und überhöhte Regulierungen, das macht die Wirtschaft kaputt. Und da müssen wir die endlich frei machen von diesen Belastungen, dass die sich ganz anders entfalten können. Dann können die innovativ sein, dann können die Arbeitsplätze schaffen und dann können die auch wieder besser konkurrenzfähig sein mit dem Ausland. Und dann kann man dann immer noch schauen, okay, braucht es noch mehr Interventionen vom Staat? Aber zuerst müssen wir diese Hausaufgaben machen. Matthias Renner, weniger Staat im Tourismus, also weniger Regulierungen oder auch staatliche Unterstützungen, um eben diesen Tourismus wieder auf Vordermann zu bringen. Wie sieht das Rezept der Sozialdemokraten aus? Also sicher eine Stadtunterstützung, ein Infrastrukturfonds, wie Beatrice hat gesprochen. Für mich das ist wichtig. Wenn ich Ständerat gewählt wird, natürlich stimme ich für diese Idee. Natürlich stimme ich für mehr Mittel für Tourismus, aber das ist nicht die einzige Lösung. Zum Beispiel jetzt das größte Problem, das ist der starke Franken. Sicher, das ist das größte Problem. In diesem Bereich nur Nationalbank kann etwas machen und wir müssen... Sollte sie das machen? Sollte ja, die Nationalbank sicher intervenieren und, auf 1,15? Ja, sicher. Und wir müssen mehr Druck machen, um eine Änderung in diesem Bereich. Aber es gibt auch andere Sachen zu machen, zum Beispiel im Bereich Bildung. Ich bin Lehrer und es gibt jetzt Probleme für die Organisationen von diesen Tagen von Ski oder Schneesport. Und wir brauchen Mittel für diese Organisationen. Und jetzt haben wir eine gute Beschluss von einem guten... Das ist nur ein Bundesratentscheid, aber von Viola Amherz. Und das ist eine super Idee und ich würde diese Mittel abstimmen im Nationalrat. Und natürlich, das ist auch wichtig, die Bildung, die korrekte Löhne in diesem Bereich. Es gibt nicht nur korrekte Löhne in diesem Bereich und natürlich die Service Public. Das ist auch sehr wichtig, gute ÖV und so weiter zu haben in unseren Bergregionen. Geld kommt ja nicht nur vom Staat, es gibt auch viele ausländische Investoren, die hier im Wallis auch, zum Beispiel in Gramontana oder in Saas-Fee, in die Bergbahnen investieren. Was halten Sie eigentlich von Radovan Vitek, Beat Rieder? Muss ich Ihnen erklären, was Sie für Schlagzeilen gemacht haben in den letzten Jahren in diesem Bereich, in Saas-Fee, Saas-Grund, Gramontana und so weiter. Wir haben Investoren, die nicht wissen, auf was auf sie zukommt, die dann investieren und enttäuscht sind von der Rendite in diesem Bereich, weil die Infrastrukturanlage selbst kaum rentabel betrieben werden kann. Das ist ein Fakt. Und dann werden sie nervös und dann überreagieren sie und dann stoßen sie auf Unverständnis in den Regionen. Das ist klar dieser Mechanismus. Aber ich sage etwas ganz anderes. Schauen Sie, die Diskussion, die wir im Tourismus führen müssen, ist er überhaupt förderungswürdig? Brauchen wir Infrastrukturbeiträge? Die ändert sich schlagartig, wenn Sie die Industrie anschauen. Und das Paradebeispiel, das können Sie nachverfolgen, schauen Sie die Live-Sendung an im Ständerat, wo wir über die Offset diskutiert haben beim Rüstungsgeschäft des Kampffliegers. Es geht darum, wollen wir 100% Gegengeschäfte für den Kampfflieger einhandeln oder wollen wir nur 60% Gegengeschäfte einhandeln? Die gesamten Liberalen, inklusive SVP, wollte 100% Offset-Geschäfte im Ständerat, weil sie dadurch ein Industrieförderprogramm in der Größenordnung von 8 Milliarden Franken bekommen. Das ist so. Da werden x Milliarden verteilt an die Industrie. Und wir, wenn der Tourismus einmal in der Geschichte der Schweiz eine einzige Milliarde möchte, damit könnte man schon viel machen, dann wird geblockt. Und das sehe ich nicht mehr ein. Übrigens, die SVP, die mag
vieles verteidigen, den Tourismus verteidigt sie ganz sicher nicht. Die kleine SVP-Fraktion war die einzige, die Streichungsanträge im Tourismus eingebracht hat, im Ständerat, den wir zum Glück dann mit gewissen Allianzen abwehren konnten. Und ich sehe hier einfach eine Ungleichbehandlung im Budget. Und es geht nicht über mehr Steuern. Es geht über eine Umverteilung der Budgetposten von 71 Milliarden in unserem Jahresbudget auf andere Bereiche und nichts anderes. Und zwar nicht jährlich, nicht jedes Jahr eine Milliarde, sondern ein einziges Mal. Und das ist die große Diskussion, die wir führen müssen. Und hier stoßen wir einfach im Moment an Schwierigkeiten, weil der Tourismus sehr, sehr, sehr verstreut seine Bedeutung eigentlich zur Kenntnis bringen kann. Wir sind viele, viele kleine und mittlere Unternehmen. Wir sind nicht die Lonza, die zeigen kann, wir haben so viele tausend Arbeitsplätze. Aber wir sind wichtig. Wir haben 175.000 Arbeitsplätze in der gesamten Schweiz verteilt. Und das wäre mein Anspruch an das Parlament, dass man hier einmal, singulär, ein Jahr, einen Fonds speist. In einem Budget von 71 Milliarden dürfte das möglich sein. Bei der Industrie geht es. Philipp Nantermann, würden Sie, Herr Rieder, und die CVP dort unterstützen, Ständerat, würden Sie ihm zu einer Mehrheit verhelfen mit Ihrer FDP-Fraktion? Das ist, wir sprechen von 1 Milliard einmal in einen Fonds. 1 Milliard einmal in einen Fonds, wir können, ich denke, nicht machen, was wir haben im Großrat gemacht, einmal in einen Fonds für die ganze Schweiz. Wenn wir sprechen von allen Kantonen, die sind alle touristisch. Zürich ist auch touristisch, Genf ist auch touristisch, nicht nur der Wallis. Mit 1 Milliard einmal in einen Fonds, wir machen nichts. Oder fast nichts. Das ist der Fall. Und ich denke, Tourismus ist ein Privatsektor. In Tourismus gibt es Unternehmer. Und wenn wir beginnen zu denken, dass Tourismus braucht der Staat, braucht Planung, braucht Leute in Bern, die denken, was ist gut für Tourismus. Wir machen Tourismus ja ein bisschen wie Agrikultur. Und am Ende wird der Tourismus wie die Agrikultur. Und leider denken, es gibt nur Lösungen durch den Staat. Nein, Tourismus ist ein Unternehmerbereich. Das bedeutet auch, es gibt wie Probleme wie in Grand-Montana, wie in Sasswe. Es gibt solche Probleme in die Wirtschaft. Es gibt auch in Lonza und in Monte, auf die Industriesektor, wenn ein großes Unternehmen geht weg, es gibt Probleme. Aber das ist, wie es geht bei Unternehmen. Ich bin ein Unternehmer. Ich habe eine kleine Unternehmen. Diesen Nachmittag war ich die ganze Nachmittag in meinem Verwaltungsrat und wir hatten Probleme zu lösen. Aber die Antwort ist nicht immer der Staat. Als Unternehmer, die Antwort ist uns, Lösung zu finden für uns. Und wenn wir wollen Tourismus machen, wir müssen auch mit Tourismus Geld gewinnen. Oder wir machen etwas anderes. Philipp Nantermann, muss ich sagen, auch immer, dass Sie das Oberwallis bewundern für den Unternehmergeist im Tourismus. Ja. Was genau meinen Sie damit? Oder anders gefragt, was macht das Unterwallis falsch? Aber bitte, Sie haben Zermatt gemacht ohne Bern. Und das ist nicht Bern, der hat Zermatt gebaut. Und wenn wir denken jetzt, dass die Zukunft von der Tourismus ist der Bundesbern, also der Zukunft hat nur eine Vergangenheit und kein Zukunft mehr, leider. Kleiner Einwand, Zermatt, gutes Stichwort. Zermatt kriegt vom Bund für 550 Millionen Schweizer Franken einen neuen Tunnel, eine neue super Eisenbahnlinie zwischen Tesch und Zermatt und gleichzeitig kriegen sie noch die Berechtigung, die Straße auch noch auszubauen. Wir sind im Infrastrukturbereich, wir sind nicht beim Betrieb der einzelnen Unternehmer. Wir müssen die Infrastruktur auf die Höhe bringen und dann die einzelnen Unternehmer, da gebe ich Ihnen recht, die müssen selbst arbeiten. Ein schlechter Unternehmer, den können wir nicht unterstützen, aber die Voraussetzungen im Infrastrukturbereich, die müssen wir herkriegen und sonst geraten wir im Nachteil gegenüber den angrenzenden Ländern, die wir haben. Frankreich, Italien, Österreich machen es vor. Wir müssen zum nächsten Themenpunkt kommen, und zwar ein Thema, das beim Sorgenbarometer der Schweizerinnen und Schweizer, aber auch bei den Walliserinnen und Walliser sehr hoch oben steht. Es ist die Klimadiskussion, der Klimawandel. Der Ständerat hat kürzlich ein griffiges, sagen die Medien, CO2-Gesetz vorgelegt, also höhere Abgaben auf Benzin und Heizöl, Fassverbot für Ölheizungen, Flugticketabgabe und einen Klimafonds, um die Auswirkungen des Klimawandels auch einschränken zu können. Matthias Renner, reicht das für Sie?
Das ist eine gute Lösung. Wir sind vor einer Dringlichkeit und zuerst im Nationalrat, der Nationalrat hat ein CO2-Gesetz mit fast nichts drin und es gibt inzwischen viele Demo, viele Mobilisierung von den Jungen, auch die Jungen im Wallis, im Oberwallis und im Unterwallis, um zu sagen, hey, Politik, das ist eine Priorität, das ist eine Priorität für die Zukunft und jetzt haben wir ein CO2-Gesetz. Gut, nicht perfekt, sicher können wir mehr machen, sicher können wir etwas ändern, zum Beispiel für die Bergregion. Ich bin in der HUREC-Kommission und die nächste Woche haben wir eine Sitzung, um die Arbeit zu weitermachen und zu suchen, zum Beispiel einige Lösungen für die Bergregion zu finden. Aber sind nicht insbesondere eben die Randregionen betroffen von diesem Gesetz? Mehr höhere Benzinpreise, keine Ölheizungen mehr, das ist ja ein Problem, weil das Wallis, viele Walliserinnen und Walliser sind auf das Auto angewiesen, weniger als in der Deutschschweiz. Ja, und das Wichtigste, das ist, diese Taxen müssen zu die Bevölkerung zu zurückkommen. Das ist das Wichtigste. Und zum Beispiel, das wäre mit Projekten für Service Public, für ÖV in Bergregion. Das wäre eine Möglichkeit. Ich weiß, im UREC-Ständerat gibt es ein Postulat darüber, um diese Möglichkeit zu kontrollieren. Und das wäre eine Möglichkeit, einige Lösungen spezifisch für die Bergregionen. Aber die Leute in den Mayen von Savies, sie brauchen ein Auto, sie brauchen zwei Autos, denen ist das vielleicht egal, was sagen Sie diesen Wählern bei Ihnen in der Gemeinde? Das ist eine gute Frage. Wir brauchen nicht für alle Familien zwei Autos. Das ist die erste Sache. Und danach, ja sicher, ich brauche ein Auto, ich habe ein Auto. Und mit den ÖV im Savies, das ist fast unmöglich, ohne Auto zu leben. Eine Familie, vielleicht die Frau arbeitet auch, drei Kinder, jemand spielt Fußball, das aber andere es gibt, spielt für mich gibt im Unihockey und dann brauchen sie schon, wird schwierig mit der Post. Ja, aber mit diesem Tax gibt es einen Effekt, wenn wir ein neues Auto kaufen, müssen wir schauen, ob das ist ökonomisch, ökologisch oder nicht. Und es gibt zwei Sachen zu machen. Die erste, das ist mehr Geld für die ÖV. Wenn wir eine andere Lösung haben, können wir diese machen. Aber zum Beispiel sagen, kein mehr Flug, aber es gibt keine Night Zug für Barcelona und so weiter. Das geht nicht. Und die zweite, das ist mehr für die Elektromobilität. Und das ist die Zukunft, die Elektromobilität. Auch mit Solar haben wir eine große Potenzial im Wallis. Michael Kreuzer, Sie haben das vorher schon angesprochen. Was sagen Sie zu dem CO2-Gesetz, das jüngst jetzt durch den Ständerat gutgeheißen worden ist? Der rechtsbürgerlich dominierte Ständerat. Ja, ich hoffe, dass wir das Referendum ergreifen werden von der SVP. Das ist eigentlich schon angesprochen, aber das Klima, die Klimadiskussion oder jetzt. Also Sie werden das Referendum gegen dieses CO2? Ich hoffe es. Also ich meine, das wird die schweizerische Partei entscheiden, ob man das macht. Aber es gibt ja schon Aussagen, die in diese Richtung gehen. Und wenn man es, oder wir sind jetzt schon in den Maßnahmen und in den Details, aber wenn man ein bisschen zurückgeht und das Thema ist wirklich sehr interessant, wenn man die letzten Monate das verfolgt, das Klima. Das ist eigentlich die größte Massenhypnose, die wir in den letzten Jahren gesehen haben in der Schweiz. Oder man redet jetzt den Leuten ein, wenn ihr weniger Auto fahrt oder mehr fürs Benzin zahlt oder wenn ihr nicht mehr das Flugzeug nehmt oder wenn ihr kein Fleisch mehr esst und nur noch Tofu und Pilze und was weiß ich, dann schmelzen die Gletscher weniger. Was wäre dann Ihr Rezept? Dann sinkt die Temperatur. Das ist dermaßen irrational und dermaßen neben der Realität. Was wäre dann das rationale Rezept gegen diesen Vorgang? Das ist eben das Tragische und das Harte. Die Schweiz kann diesen Vorgang nicht lösen. Und wir machen jetzt, die Schweizer Politik hat es nicht mal geschafft, in den letzten Jahren den Anstieg der Krankenkassenprämien zu begrenzen. Jetzt haben sie das Gefühl, wir können den Temperaturanstieg begrenzen. Also das ist Klimawandel nicht in Frage. Also es gibt einen Klimawandel, der vom Mensch verursacht ist. Das ist für Sie auch ein Faktum, ja, wie 99% der Forscher das auch sagen. Es gibt einen Klimawandel, der ist eine Realität. Wie viel das vom Mensch verursacht ist, das ist eine Diskussion. Aber spielt hier also nicht die Forschung mal, ist ziemlich eindeutig. Ist hier nicht einmal relevant, weil selbst wenn sämtlicher Temperaturanstieg und Klimawandel vom Mensch verursacht wird,
haben all diese Maßnahmen auf das Klima 0-0-Effekt. Es ist einfach eine super Geschichte für die linken Parteien. Die Mitteparteien machen jetzt auch mit und sie können jetzt sagen, wir retten die Welt, wir wenden den Weltuntergang auf. Aber nehmen Sie nicht einfach die Bedenken nicht ernst, dieser ganzen hunderttausende Leute, die weltweit auf die Straße gehen und sagen, so kann es nicht weitergehen. Ja, machen Sie mal Friday for Future am Samstag und dann wollen wir schauen, wie viele Schüler also noch demonstrieren. Also am letzten Samstag waren ja hunderttausend Leute in Bern auch auf der Straße und haben demonstriert für ein besseres Klima. Aber ich sage nochmal, es ist einfach eine super Geschichte, um einerseits sich zu profilieren und um andererseits natürlich den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das ist das, was jetzt der CVP-demonierte Ständerat gemacht hat. Steuern auf Benzin, Steuern auf Flugtickets. Geht übrigens genau gegen die Leute, Familien zum Beispiel, die vielleicht in zwei Jahren einmal in die Ferien fliegen, nicht mehr gehen können, wegen den Greta-Ideologien im Ständerat. Und das kann es einfach nicht sein. Es ist eine riesen Geldmaschinerie auf Kosten des Mittelstands. Und da macht die SVP nicht mehr. Hätten Sie Vorschläge, rationale, Ihrer Meinung nach Vorschläge, wie man diese Entwicklung die Stirn bieten könnte. Die Schweiz hat oder sollen wir einfach das alles jetzt vergessen? Nein, natürlich müssen wir die Umwelt schützen, das ist ja logisch, oder? Aber die Schweiz hat ja nur eine Möglichkeit. Wir sind viel zu klein, wir haben einen CO2-Ausstoß von 0,1% von der Welt, also irgendwie das gleiche wie China an einem Tag. So. Das heißt, ob wir jetzt da Steuern erheben, so, das hat mit dem Klima, mit der Umwelt null Effekt. Das Einzige, was die Schweiz machen kann. Wir waren immer ein guter Standort für Innovation, für Entwicklung. Wir haben heute schon sehr gute Unternehmen, auch im Wallis und überall in der Schweiz, wo zukunftsgerichtete Technologien entwickeln. Stellen wir sich vor, wenn wir irgendwann einen Solarflieger haben, der elektrisch funktioniert oder nur mit Solarenergie funktioniert. Wenn du so etwas weltweit dann verbreiten kannst, wenn dann hunderte solcher Flieger da sind, dann hast du einen Effekt weltweit, dann kannst du etwas machen. Aber ob jetzt die Autofahrer ein paar Rappen mehr zahlen oder nicht, das hat mit der Klima, mit der Umwelt nichts zu tun. Das ist einfach nur Geldmacherei auf Kosten des Mittelstands. Philipp Nontermo, ich glaube, Sie würden Herrn Kreuzer gerne zustimmen, aber Sie können jetzt nicht mehr, weil die FDP jetzt auch die Meinung geändert hat im letzten Jahr. Herr Kreuzer hat recht, der Schweiz kann allein nichts machen. Und das ist richtig, dass jeden Tag China macht mehr CO2 als der Schweiz jedes Jahr. Aber das bedeutet nicht, dass wir müssen nichts machen. Wir haben die Pariser Abkommen untergeschrieben und der Schweiz muss die Abkommen respektieren. Punkt. Das bedeutet, wir müssen unser Engagement anwenden in ein Gesetz. Das ist, warum ich unterstütze die Idee, dass wir machen ein CO2-Gesetz. Und ich habe für ein CO2-Gesetz im Nationalrat abgestimmt. Ich würde eintreten in dieses CO2-Gesetz. Aber die erste Sache, ich denke, wir brauchen zu beobachten in 5 Jahren, ob die anderen Staaten hätte ihr Engagement respektiert. Weil wenn wir allein sind, wenn wir sind die Einzigen, die respektieren die Pariser Abkommen, das bringt nichts. Aber müssen wir uns immer mit den schlechten oder den schlechten Schülern vergleichen? Nein. Oder könnte man auch nicht sagen, wir Schweizer gehen mit gutem Beispiel voran? Mit dem guten Beispiel, mit den anderen Ländern von Europa, nicht nur mit China oder India. Wir können mit Deutschland oder Frankreich, die sind jetzt vielleicht die Besten mit der Schweiz. Aber der Schweiz ist nicht schmutzig. Seit 20 Jahren sind die CO2-Emissionen in der Schweiz sind gesunken. Und von ungefähr 10%. Das ist etwas, weil während dieser Zeit hatte der Schweiz Wachstum, ungefähr 30%, und ein Wachstum von der Bevölkerung von, ich glaube, ungefähr 50%. Das bedeutet, wir haben mehr gemacht mit weniger CO2. Das ist die grüne Wachstum schon. Und ich denke, wir können und wir müssen besser machen noch. Aber das können wir nicht machen, weil es zerstört unsere Wirtschaft, unser Sozialsystem, weil während die letzten 20 Jahre unser Wachstum war benutzt für 2 Sachen, für die Pension zuerst und für unser Gesundheitssystem. Und für diese 2 Sachen brauchen wir auch Wachstum. Also ich bin der Meinung, dass wir brauchen ein CO2-Gesetz, die bleibt moderat und die wird Vergleich in ich denke, 4 oder 5 Jahren mit den anderen Städten, um zu wissen,
um zu sicher zu sein, dass wir sie nicht die Einzige, die spielen in die gute Richtung. Beat Rieder, zum Abschluss von diesem Themenblock, wie viele Kröten mussten Sie schlucken, um diesem Gesetz zuzustimmen? Hätten Sie ihm vor 4 Jahren zugestimmt? Nein, aber ich habe 10 Monate an diesem Gesetz gearbeitet, weil der Nationalrat es nicht geschafft hat, ein Gesetz auf die Matte zu kriegen, weil keine Problemlösungskapazität im Nationalrat vorhanden war. Und ich bin mit einer einzigen Fraktionskollege Ecker mit einer einzigen Ausnahme, finde ich dieses Gesetz eine gute Basis für die Zukunft. Und um das einfach darzustellen, die ständerätliche Kommission war nicht hypnotisiert und hat auch nicht die Welt retten wollen. Ich auch nicht, ich habe schon genug damit zu tun, die Walliser Interessen zu vertreten, sondern hat Folgendes gemacht. Wir haben gesagt, wir haben das Pariser Übereinkommen ratifiziert. Ratifiziert heißt unterzeichnet, wir müssen es einhalten. Wir machen ein Gesetz, das bis 2030 50% der CO2-Emissionen reduziert. Punkt. Dieses Gesetz beinhaltet das. Es reicht sogar für mehr. Die zweite Grundlage war die, dieses Gesetz muss Maßnahmen vorsehen, die sozial verträglich sind. Punkt. Die Schweiz darf nicht in eine Zweiklassengesellschaft driften, sondern es muss sozial verträglich sein. Und das dritte, es muss marktwirtschaftlich vertragbar sein für den Markt, für unsere Unternehmen. Das ist der dritte grundlegende Punkt. Und am Ende dieses Gesetzes haben, bis auf ganz wenige Leute im Ständerat, und wir sind nicht alles hypnotisierte Klimafighter, bis auf ganz wenige Leute haben diesem Gesetz alle zugestimmt. Kleines Beispiel. Es ist so, Treibstoffzollzuschläge, die sind unter Umständen unsozial, weil sie in Binn nicht gleich viel belastet werden wie in der Stadt Bern. Eine Untersuchung unserer Kommission hat nachgewiesen, ich habe sie angestoßen, dass es bis zu 20% Gefälle gibt zwischen zum Beispiel der Region Basel und unserer Region. Und dann innerhalb unserer Region noch einmal 20% mehr. Was hat der Ständerat gemacht? Er hatte 45 Rappen Treibstoffzollzuschlag vor den Augen, 25, 15, 5 Minderheitsantrag von Gebirgskantonen. Und wir haben uns geeinigt auf 10 Rappen bis 2025, 12 ab 2025. Wir haben vom Bundesrat verlangt, dass er ein cleveres Rückerstattungssystem ausarbeitet für den Nationalrat, damit diese ungleiche soziale Belastung abgefedert werden kann durch Rückerstattungsmechanismen. Das kommt. Sie müssen nicht das Referendum ergreifen, Herr Kreuzer. Dieses Gesetz kommt nicht vor das Volk. Das kommt jetzt in den Nationalrat, wird dort verbessert, kommt zurück in den Ständerat, geht noch einmal in den Nationalrat. Und das ist der normale demokratische Prozess in der Schweiz. Zweites Beispiel. Gut, gegen ein Gesetz kann man ein Referendum ergreifen. Am Ende der Fahnenstange können Sie dann das Referendum ergreifen. Wir haben aber was nur glauben Sie, was bleibt am Ende noch in diesem Gesetz? Was wird Dieses Gesetz wird zu 80% bestehen bleiben. Dieses Gesetz wird verfeinert, verbessert und es wird zu 80% bestehen bleiben und es wird für das Wallis hervorragend sein. Aber bei 10 Rappen pro Liter zum Beispiel oder wird es dann noch im... Nein, es wird nicht erhöht. Es wird bei diesen 10 bis 12 Rappen bleiben. Das ist jetzt schon ein Kompromiss, der sehr hart war. Aber wir haben riesige Vorteile im Wallis. Das möchte ich einfach hier mal erwähnen in diesem Gesetz. Wir haben das Gebäudeprogramm für die Sanierungen der Gebäude und der Heizungen verlängert. Wir haben die Bundessubventionen auf Antrag von mir auf 80% erhöht für die Sanierung von Heizungen und Gebäude. Und wir haben in diesem Klimafonds zum ersten Mal einen Anteil zur Vermeidung von Schäden bereitgestellt. Wir haben die Schäden. Wir sind die ersten Klimabetroffenen. Aber mit diesem Gebäudeprogramm widersprechen Sie den Kantonen. Schäden reparieren können. Mit diesem Gebäudeprogramm widersprechen Sie den Interessen des Kantons. Roberto Schmid, Energiedirektor, hat gesagt, nein, das komme viel zu früh, viel zu schnell. Das ist jener Punkt, der kann nicht koordiniert werden. Entschuldigung, ist jener Punkt, der leider die Gebirgskantone knapp verloren haben. Dass wir bei den Heizungen bereits 2023 aus den Ölheizungen und aus den Gasheizungen aussteigen. Das ist schlichtweg nicht machbar. Das gebe ich zu. Das ist ein Fehler des Ständerates gewesen. Das ist nicht machbar. Da hat man überschossen, weil wir dazu
bis zu 15 Terawattstunden mehr Strom brauchen, den haben wir nicht. Aber das ist jetzt eben die erste und einzige Gelegenheit für den Nationalrat, diesen Punkt zu verbessern, weil Sie haben ja sonst überhaupt nichts auf die Matte gekriegt. Diesen Punkt können Sie verbessern, das Ganze bis 2030 bei den Öl- und Gasheizungen rausschieben und dann haben wir ein phänomenales CO2-Gesetz, das der Kanton Wallis nicht schädigen wird, sondern der Kanton Wallis wird davon erheblich und mit Millionenbeträgen profitieren. Wir werden diese Debatte mit Spannung weiter verfolgen und kommen zum letzten Themenblock dieser Debatte. Wir sprechen über die Krankenkassen, über die Gesundheitskosten, die stetig am Steigen sind. Erst kürzlich wurden die neuen Prämien kommuniziert. Ein Plus von 2,2% für den Kanton Wallis über dem Schweizer Durchschnitt. Wieso eigentlich? Wieso steigen die Prämien hier im Wallis schneller oder höher als im Durchschnitt der Schweiz? Michael Kreuzer. Oder das ist ein bisschen eine komische Diskussion, warum steigen sie höher als an einem anderen Ort. Das bringt uns nicht weiter, diese Diskussion, sondern die Diskussion ist, wie finden wir Lösungen für die ganze Schweiz. Aber es müsste Gründe geben, wieso das im Wallis die Prämien schneller steigen oder höher steigen als sonst so. Ja gut, wenn Sie die Frage stellen, vielleicht haben Sie die Antwort, ich kann das Ihnen nicht sagen, aber ich kann Ihnen sagen, was Sie unter Umständen dagegen machen können, oder? Ich glaube, man muss eine Gesamtschau der Situation machen. Man muss schauen, okay, welche Player sind alle am Tisch und wir müssen die Gesamtkosten reduzieren. Die Gesamtkosten können wir nur mehrheitsfähig reduzieren, dass es Bestand hat vor dem Volk, wenn alle sich daran beteiligen. Das heißt, das fängt an bei der Pharmaindustrie, bei den Spitälern, bei den Ärzten, bei den Apotheken, bei den Kantonen und so weiter. Und auf der finanziellen Ebene, nicht auf der qualitativen Ebene, aber auf der finanziellen Ebene müssen wir Abstriche machen, sonst nimmt das nie ein Ende, weil das ist gar nicht anders möglich. Und dann gibt es sicher andere Möglichkeiten. Ich meine, man könnte auch mal diskutieren, wir haben jedes Jahr steigende Krankenkassenprämien, wir haben eine Europäische Union, die uns von oben herab behandelt, erpresst und so weiter. Wir schicken denen bald wieder über 1 Milliarde Franken. Wir könnten diese Milliarde ja auch in einen Fonds investieren, zum Beispiel in einen Fonds für Infrastruktur im Medizinbereich und so weiter. Oder? Das müsste man vielleicht auch mal diskutieren, warum man einem Partner Geld schickt, der einem eigentlich immer nur ins Schienbein schlägt. Oder? Und ein dritter Punkt, den ich Ihnen noch sagen kann, ist, vor allem die Belastung ist beim Mittelstand, wiederum beim Mittelstand, bei den steigenden Krankenkassenprämien. Und hier müsste man diskutieren, ob man nicht die Krankenkassenprämien von der Grundversicherung bei den Steuern in Abzug bringen kann. Also jetzt haben wir einen Klimafonds, Tourismusfonds, einen Krankenkassenfonds. Matthias Renner, die SP hat einen anderen Lösungsvorschlag. Wo würden Sie den Hebel ansetzen bei dieser Problematik, wo sich eigentlich die meisten Parteien im Allgemeinen einig sind, dass es so nicht mehr weitergeht? Also die Prämien steigen fast jedes Jahr und in den vergangenen Jahren diese Prämien, diese Krankenkasseprämien steigen deutlich stärker als die Löhne oder als die Haben Sie eine Erklärung, warum es im Wallis so Nein, hoch ist als anders? Wir brauchen mehr Transparenz in diesem Bereich, das ist klar. Das ist die einzige Antwort, die ich sagen kann. Aber jetzt, das ist nicht nur dieses Jahr das Problem. Das ist jedes Jahr das Problem. Und das ist jetzt, das ist unmöglich für viele Familien in unserem Land und in unserem Kanton. Diese Prämien steigen deutlich stärker als die Löhne und als die Lent, und als die Renten. Und wir können nicht, das ist unmöglich weitergehen. Und wir haben eine Volksinitiative lanciert. Und diese Volksinitiative sagt, dass kein Haushalt mehr als 10% des Einkommens für die Krankenkassenprämien zahlt. Aber mit welchen Maßnahmen wollen Sie denn das erreichen, eben, um das also zu stabilisieren? Das ist die erste Lösung. Das ist unmöglich für viele Familien. Und das ist nicht für die Familien mit tiefen Einkommen.
es gibt Hilfe schon. Im Wallis und in anderen Kantonen gibt es schon Hilfen für die Familien mit sehr tiefen Einkommen. Aber das ist für die mittleren Einkommen, das ist das Problem jetzt. Es gibt keine Hilfe und das ist für einige Familien, das ist 15 oder fast 20% der Einkommen für die Krankheitsgeldprämien. Wir können nicht weitergehen, das ist zu viel. Aber wenn dann weniger einkommt, wie wollen Sie die ganze Maschinerie dann finanzieren, die Qualität sichern und so weiter? Also, wenn das ist nicht mehr die Familien, die Leute, die bezahlen, aber Kantonen und die der Steuerzahler zahlen. Ja, aber nicht. Jetzt haben wir 3 Milliarden mehr als am Ende 2019, 3 Milliarden mehr. Aber das Problem, das ist, wir müssen eine Lösung jetzt, das ist dringlich, für die Bevölkerung. Und danach, natürlich gibt es viel zu tun, zum Beispiel für die Arbeitsbedingungen, weil es gibt viele auch Berufskrankheit. Und wir müssen auch viel mehr machen für Prävention und so weiter. Es gibt viel zu tun, aber unsere Lösung, die erste Lösung, das ist diese Initiative für die Bevölkerung. Aber eben, es fehlen mir noch von Ihnen her die konkreten Maßnahmen. Sie sagen einfach, es kann 10% des Einkommens nicht überschreiten, die Kosten für die Krankenkassenprämien. Aber eben, wo wollen Sie an den Leistungen schrauben oder wollen Sie an den Medikamentenpreisen schrauben? Wo setzen Sie konkreten Hebel an? Also, sicher, das ist das Problem, die Preise der Medikamente, die Pharma-Margen, das ist klar ein Problem, aber das ist auch ein Problem jetzt mit die Kompetenz von Personal, Pflegepersonal. Die Pflegepersonal sind mit einer sehr guten Ausbildung, aber wir müssen arbeiten über die Kompetenz. Und jetzt gibt es eine Volksinitiative und nächste Woche haben wir auch eine Kommission, aber von der Bildungskommission und arbeiten wir über dieses Thema. Und es gibt viel zu tun, viele Lösungen zu tun. Unsere Lösung ist nur eine Lösung für die Leute, weil das ist unmöglich weitergehen. Es gibt noch eine zweite Volksinitiative, nicht nur von der SP, sondern eben auch von der CVP, aber auch die bleibt relativ vage. Sie sagt einfach, wenn die Kosten zu stark steigen, muss Bundesrat, Bundesversammlung und Kantone eingreifen, damit man diese Kosten in den Griff bekommt. Wie genau, wie konkret sieht das nachher aus, Herr Rieder? Also zuerst einmal zur Prämienreduktionsinitiative. Sie haben die richtige Frage gestellt an Matthias Renach. Aber wie wollen Sie dann die Kosten senken? Sie senken sie gar nicht. Sie senken einfach die Prämien für jene Leute, die sie die Prämien nicht zahlen können. Und diese Ausfälle, die zahlt dann wer? Die zahlt der Steuerzahler, die zahlt der Staat. Aber an den Gesundheitskosten selbst, am Bedarf an Gesundheitsleistungen ändern Sie nichts, wenn Sie keine zusätzlichen Maßnahmen machen. Das heißt, die Prämiensenkungsinitiative ist ein No-Go. Das wird nur zu einer erheblich beschleunigten Kostensteigerung führen in diesem Bereich. Und zur Kostenbremse der CVP ist Folgendes zu sagen. Wir wollen im Prinzip, dass der Bund und die Kantone, falls die Kosten stärker steigen als die Löhne, um 20%, also wenn der nominative Lohn um 1% steigt, die Kosten höher sind als 1,2%, der Bund und der Kanton Maßnahmen treffen muss. Die Maßnahmen werden ausgestaltet in einem Gesetz. Es gibt eine Expertengruppe, die 38 Maßnahmen zur Kostensenkung in der Schweiz vorgeschlagen hat. Dann muss der Bundesrat auf diese Maßnahmen zurückgreifen. Wir sind in einem 80-Milliarden-Markt. Und in diesem 80-Milliarden-Markt hat niemand ein Interesse, von sich aus an einer Kostensenkung mitzuarbeiten. Weder die Spitäler, noch die Ärzte, noch die Krankenkassen, noch der Patient, weil kein Anreiz besteht. Und jetzt müssen wir im Prinzip mit dieser Kostenbremse ein Limit einführen, das präventiv wirkt. Das heißt, der Bund wird dann, wenn er sieht, dass diese Kostenbremse nicht eingehalten wird, Maßnahmen treffen müssen, die schmerzhaft sind, damit er diese 120% mehr nicht übersteigt. Und das wird wirken wie die Schuldenbremse, wie die Ausgaben- und Schuldenbremse. Sie wird präventiv wirken. Sie wird den Bund und die Kantone dazu anhalten, präventiv jene 6 Milliarden zu suchen, die wir locker einsparen können, nach Experten in unserem Gesundheitssystem. Und dort werden dann Einschnitte erfolgen. Und wie auch immer, also einen Fonds brauchen wir in diesem Bereich nicht. Wir geben pro Jahr 80 Milliarden aus. Wir müssen die Kosten reduzieren und Anreize geben, damit wir weniger Gesundheitskosten
Kosten produzieren, und das ist relativ einfach. Es gäbe viele Beispiele, die ich hier erwähnen könnte. Ich möchte noch kurz auf Herrn Renner zurückkommen. Herr Riedersauer, Ihre Initiative, die bringt ja gar nichts, weil Sie eben die Kosten nicht reduzieren. Ja, nur zwei Sätze. Unsere Initiative ist schon in Kraft in Kanton Waadt und das funktioniert sehr gut. Und sagen, das ist eine No-Go-Initiative für die Leute, für die Bevölkerung mit mittleren Einkommen, das ist nicht der Fall. Sicher nicht, das ist nicht der Fall. Philipp Nontermo, zwischen beiden Initiativen, wo stehen Sie da? Also Beat Rieder sagt erneut, der Staat soll nicht anreizen, sondern drohen. Wissen Sie, mit meinem Deutsch, es wäre einfacher, solche Initiativen zu verteidigen, weil das ist wie Zauberlösungen. Aber leider gibt es in die Gesundheitswesen keine Zauberlösungen. Leider, das ist ein sehr schwieriges Thema. Ich bin jetzt in die SGK, das ist die Gesundheitskommission in Bern, und wir suchen Lösungen jeden Tag mit der SP, mit der CVP, mit die SVP und mit allen anderen Parteien. Und wir probieren eine Lösung zu finden, und es gibt nicht eine Lösung. Warum? Weil das ist zuerst, es wird in die nächsten 10 Jahre die Leute, die sagen, wir können die Prämien sinken, lügen, ja, Entschuldigung, weil das ist nicht wahr. Es ist nicht möglich, eine Bevölkerung mit immer mehr alten Leuten, die sind normalerweise ein bisschen mehr krank. Es ist nicht möglich, in eine Gesellschaft mit immer besseren Medikamenten oder Gesundheitssystem ein billiger Gesundheitswesen zu haben. Aber das Thema ist, drängt, das liegt. Ja, aber das ist nicht möglich. Brennt den Wallisern unter den Nägeln. Ich verstehe. Und jetzt ich verstehe, sagen Sie, was man alles wir wollen, nicht machen kann. Wenn was, wir wollen was kann man die, machen? Wenn wir wollen die Qualität haben, wissen Sie, in der Schweiz jedes Jahr, wir haben 50.000 mehr pensionierte Leute. Das ist unglaublich, das ist mehr als die Bevölkerung von der Stadt Biel. Jedes Jahr mehr Leute, die sind alt und die könnten krank sein. Das ist, wie es geht. Das bedeutet, wir müssen mehr zahlen für ihre Gesundheit. Und wir haben eine Solidarität in der Schweiz. Aber das bedeutet nicht, wir können nichts machen. Das ist, warum manchmal wir haben hoch oder klein Steigerung von unseren Prämien. Entschuldigung für mein Deutsch, ich bin jetzt ein bisschen müde. Aber wir machen viel in diesem Bereich. Wir haben in der letzten Session im Nationalrat dieses EFAS-System abgestimmt, zwischen für die schlechten Anreize zwischen stationär und ambulant zu kämpfen, weil wir haben viele Leute, die gehen von stationär zum ambulant jetzt, aber das kostet mehr für die Prämien. Weil man muss wissen, dass Herr Rieder spricht über 80 Millionen, aber für die OKP, für die Milliarden, aber für die OKP, das ist nicht 80 Millionen, wir sprechen von 30 Millionen, Milliarden. Und auch noch viel, 30 Milliarden. Ja, 32 Milliarden, aber diese 32 Milliarden, leider, wenn jemand kommt von die stationär zum ambulant, das ist 100% für die OKP, aber nur 45% für die OKP im Stationär. Und das bedeutet, wenn wir sagen an die Leute, nehmen Sie eine Heilung im Ambulant statt Stationär, das bedeutet, das kostet mehr für die OKP, aber am Ende, das kostet weniger für das ganze System. Und das kämpfen wir mit dem neuen System. Wir wollen auch keine Erweiterung von der Leistungskatalog. Mindestens, wenn es ist nicht wirklich nötig. Natürlich für die neuen Krebsmedikamente, wir wollen diese Erweiterung. Aber das kostet so viel, wir können nicht eine Erweiterung in die andere Bereich. Aber es gibt vielleicht 10 Fragen auf unserem Tisch für Leute, die fragen, sie wollen durch die OKP bezahlt werden. 7.000 Psychologen wollen in der Schweiz durch die OKP bezahlt werden. 7.000 Löhne müssen wir durch die OKP zahlen. Das ist unmöglich zu sagen, wir werden die Prämien senken mit solchen Projekten. Ich denke, wir brauchen auch die Parallelimport von Medikamenten erlauben, um die Preis der Medikamente zu senken. Wir brauchen neue alternative Versicherungsmodelle, zum Beispiel auf die Prävention basiert, um die Leute, die haben ein besseren Lifestyle, die können vielleicht ein bisschen weniger zahlen, weil sie kosten auch ein bisschen weniger. Aber es gibt viele, viele verschiedene Lösungen.
die sind nicht nur liberal, die kommen aus allen Parteien, und, aber am Ende wir müssen erkennen, dass die Leute, die während des Wahlkampfs Zauberlösungen verkaufen, sie lügen, entschuldigen. Also es liegen viele verschiedene Lösungen auf dem Tisch. Auch hier werden wir die weiteren Debatten weiter verfolgen. Und wir kommen Schluss noch in die obligate Schlussrunde dieser Debatte. Beat Rieder, die nächsten zwei Wochen, wie werden die noch verlaufen? Haben Sie dort noch ein spezielles Programm? Was steht noch alles an? Ja, es sind weitere Anlässe, Auftritte, Fernsehauftritte, Radioauftritte, und das wird dann irgendwie nächste Woche dann rasant zurückgehen gegen Ende Woche. Und eigentlich die letzten zwei Wochen läuft dann wahlkampftechnisch nicht mehr so viel. Die Leute haben die Wahlzettel, man ruft vielleicht den einen oder anderen noch an, aber die Hauptarbeit ist auch von unserer Seite gemacht. Noch einmal zurückkommend auf die Krankenkassengeschichte. Es gibt viele Möglichkeiten, ja, aber wenn man sie nicht anpacken will, dann werden wir überhaupt nichts erreichen. Und vielleicht sollte man mal bei den 94 Mandaten in den zwei Gesundheitskommissionen anfangen, wo ich verlangt habe, dass die Lobbyisten da rausgehen. Dann hätten wir einen richtigen Schritt gemacht. Philipp Nanter muss aber nehmen diese Doppelkandidatur Nationalrat, Ständerat. Wie haben Sie diese Kampagne jetzt erlebt? Wie anstrengend war das, diese ganzen Debatten, Interviews, Auftritte? Ja, ja, es war, wie sieht das Politikerleben aus eines jungen Vaters, der solche Kampagnen betreibt? Es ist wirklich interessant, diese Doppelkandidatur zu machen. Das dauert normalerweise zwei Wochen mehr, wir werden sehen. Und das war müde, die dritte Wahlkampf mit der Session in Bern, die letzten drei Wochen. Das war wirklich schwierig. Aber die größte Herausforderung in diesem Wahlkampf war die Debatte auf Deutsch. Also dann sind wir froh, dass Sie... Ja. Zum Glück sind Sie noch jung, ja, möchte ich da sagen. Matthias Renner, für Sie die letzten zwei Wochen noch bis zum Wahlen? Ja, also es gibt noch Arbeit. Ich bin Lehrer, ich habe zum Beispiel morgen Schule. Und, keine Herbstferien? Nein, noch nicht. Für Professor Renner. Aber, und es gibt auch die Arbeit in Bern. Natürlich haben wir noch einige Kommissionssitzungen. Die Legislatur ist noch nicht, das ist noch nicht fertig, und wir haben noch einige Kommissionssitzungen. Und natürlich Wahlkampf. Und das ist eine, ich mag die Wahlkampf. Das ist eine, wir haben viele Kontakte mit vielen verschiedenen Personen, von verschiedenen Parteien, mit verschiedenen Ideen. Und das ist eine super Erfahrung. Und diese Doppelkandidatur mit einigen Interviews und Podium im Oberwallis, Das war eine super Erfahrung, um mehr auf Deutsch zu sprechen. Michael Kreuzer, Verfassungsrat, sollte Sie nicht allzu sehr beschäftigen. Heute schon die Session, also die Sitzung um 10 Uhr 11 war sie fertig. Trotzdem, Ihre Zeit, wie gestalten Sie die in den nächsten Wochen noch? Ja, es wird noch viele Anlässe geben. Es geht es vor allem darum, zu mobilisieren, den Leuten zu sagen, der SVP wählt, der auch im Ständerat Cyril Foscher und mich unterstützt, der hat eigentlich eine 100% Garantie, dass wir den Rahmenvertrag mit der EU ablehnen werden und dass wir uns konsequent einsetzen gegen neue Steuern, Abgaben, Gebühren, die die Mitteparteien und die Linksparteien machen wollen. Und diese Botschaft wollen wir in den nächsten zwei Wochen konsequent an die Leute bringen und die Leute mobilisieren, dass sie dann wirklich an die Urne gehen. Und dann sage ich noch besten Dank für diese engagierte Debatte. Beat Rieder, Philipp Nantermo, Matthias Renner und Michael Kreuzer, einen herzlichen Applaus für unsere Kandidaten. Und ich möchte euch herzlich sagen, dass ihr hier ins neue Barrick-Studio von Menges Medien sind. Und wollte vor allem merci sagen denen, die hier in den letzten Tagen eine wahnsinnige Arbeit geleistet haben. Das ist der Thomas Burgener und Verena Rössli vom ICT-Team, der Pascal Gunter, der Daniel Berchtold, der Alain Amherd, Etienne Schmidt, Daniel Kronig und Nathalie Kühno. Beste Danke, dass ihr hier ermöglicht. Und jetzt wünsche ich einen schönen Abend noch und geht hinterher ins Apéro. Genau, es gibt noch etwas zum Trinken. Habt es gut und bis zum nächsten Mal. Applaus